Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ihr gar nicht mehr aufwacht. Ihr habt den ganzen weiten Weg aus Kenatis Rast hierher geschlafen. Während des ganzen Wirbelsturms. Wirbelsturm? Welche Wirbelsturm? Ihr erinnert euch nicht? Ein Khajiit namens Rasumdar hat euch aus dem Meer gefischt. Er hat mir ein kleines Vermögen bezahlt, damit ich euch hierher bringe. Wir haben es kaum lebend aus Kenatis Rast herausgeschafft, ehe der Wirbelsturm losbrach. Wo ist Rasumdar jetzt? Er war auf dem Weg an den Adlerstrand, einer alten Feste auf Kenatis Rast. Mein Schiff wird eine Weile nicht dorthin zurückkehren, aber ein Bootsmann auf der anderen Seite der Docks kann euch hinbringen. Sucht nach Zuckerkrallen. Na schön, das könnte ich tun. Was ist? Geht es um den Fisch? Ich habe mir nur genommen, wofür ich bezahlt habe. Lasst gut sein. Was wollt ihr? Ich möchte nach Kenatis Rast reisen. Gut, ich habe auf Kenatis Rast zu tun. Die Überfahrt ist kostenlos. Die Inspektoren werden uns beide keines Blickes würdigen. Es könnte von mir aus jederzeit losgehen. Ich bin bereit, nach Kenatis Rast zu reisen. Wir müssen dafür sorgen, dass euer Gesicht bekannt wird, damit eure Anwesenheit nicht in Frage gestellt wird. Kommt, bleibt an meiner Seite. Was meint ihr? Dieser sah, wie ihr mitten aus dem Nichts aufgetaucht seid. Plopp, zisch, klatsch. Ras hätte einen Rückwärtssalto versucht, aber unter diesen Umständen ist dieser sehr beeindruckt. Warum habt ihr mich nach Vulkelwacht geschickt? Rasumdar ist auf einer durchaus heiklen Mission hier. Dieser wüsste nicht, was eure Anwesenheit daran ändern sollte, aber ehrlich gesagt ist Ras froh, dass ihr zurückgekehrt seid. Ihr könntet genau das sein, was er braucht. Warum braucht ihr mich? Zuerst eine Frage. Woher kamt ihr denn? Ihr würdet es nicht glauben, wenn ich es euch sagen würde. Wenn ihr 5 Schritte weiter nach Norden gefallen wärt, hättet ihr eine Rate zerquetscht, wärt auf ihren Eingeweiden ausgerutscht und hättet euch den Kopf an einer Signaltrommel aufgeschlagen. Die ganze Insel hätte von eurer Ankunft erfahren. Also, woher kommt ihr nun wirklich? Die dätrische Fürstin Meridia hat mich darum gebeten, die Dinge in ganz Tamriel wieder in Ordnung zu bringen. Ein dädrischer Fürst, sagt ihr. Ras hat ein Näschen für Lügen, aber ihr duftet frisch wie eine Meeresbrise. Doch was werdet ihr sagen, wenn jemand anderes euch fragt, woher ihr kommt? Das ist die Wahrheit. Warum sollte ich wegen Meridias bitte lügen? Aha. Ihr seid ganz schön zielstrebig, was? Es ist gut, zielstrebig zu sein. Zurzeit ist es aber auch gut, nicht weiter aufzufallen. Eure plötzliche Ankunft? Nicht sehr unauffällig. Versteht ihr? Wer seid ihr? Nur ein freundlicher Khajiit, dem es vergönnt war, jemanden vom Himmel fallen und ins Meer stürzen zu sehen. Zu schade, dass ihr das nicht absichtlich könnt. Damit könntet ihr reichlich Gold machen, wenn ihr Eintritt dafür verlangen würdet. Warum sollte ich euch vertrauen? Das solltet ihr nicht. Ihr solltet auf eure Instinkte vertrauen. Geht, wenn ihr wollt. Niemand wird euch aufhalten. Oder ihr begleitet Ras und tut, was ihr könnt, damit wir uns wieder erholen. Mehrt dabei euer Ansehen und euren Reichtum. Es ist einzig und allein eure Entscheidung. Warum helft ihr mir?
Weil ihr keine Soldatin seid, was nützlich ist. Ihr könnt mit den Einheimischen sprechen und ihnen versichern, dass wir weder Invasoren noch Marodeure sind. Nun kommt, versuchen wir uns unterzumischen. Na gut. Kommandantin Karini, einen Moment. Diese Rekrutin hat den Schiffsuntergang ohne Verletzungen überstanden. Ihr habt die zerrütteten Untiefen erwähnt, nicht wahr? Die Welt verdunkelt sich. Ich bin froh, dass ihr wieder auf den Beinen seid, Rekrutin. Ich brauche einen Speer, der in die zerrütteten Untiefen geht. Der Großteil unserer Flotte ist im Westen untergegangen, aber nur wenige Überlebende kommen aus dieser Richtung. Was braucht ihr denn genau? Wir haben eine Seeviper gefangen, die das Lager ausspioniert hat. Diese Piraten sind nie allein unterwegs. Findet heraus, ob welche von ihnen in den zerrütteten Untiefen sind. Und falls dem so ist, was sie auf dieser Insel treiben. Natürlich solltet ihr allen schiffbrüchigen Überlebenden helfen, die ihr findet. Wir müssen jeder unseren Beitrag leisten. Ich werde tun, was ich kann. Sprecht mit Eal Seal, bevor ihr in die zerrütteten Untiefen geht. Er ist gerade von der Erkundung eines Tempels hier in der Nähe zurück. Der Zaubermeister behauptet, ein bisschen was über alles zu wissen. Deshalb könnte er gewisse Einblicke haben, wie diese Seevipern für gewöhnlich so vorgehen. Zu Eal Seal geht's da lang. Eal Seal, diese Rekrutin würde gerne mit euch sprechen. Vorzüglich, nicht wahr? Wir müssen einen besonderen Raum für den trauernden Stein errichten, wenn wir ihn zur Magiergilde zurückbringen. Entschuldigt? Brauchtet ihr etwas? Kommandantin Karenit meinte, ihr wärt von einem Tempel in der Nähe zurückgekehrt. Ja, der Tempel der trauernden Quellen ist eine alte Khajiit-Ruine nicht weit von hier. Wir haben den trauernden Stein aus einer der Kammern ausgegraben. Wie ihr sehen könnt, ist sein Wasservorrat endlos. Seid ihr irgendwelchen Seevipern begegnet? Was? Meint ihr Piraten? In einem uralten Khajiit-Tempel? Lächerlich! Wir haben nur die untoten Krieger gesehen, die unser Lager überrannt haben. Warum wurdet ihr von den Untoten angegriffen? Ich habe keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, spukt mir da ein gutes Dutzend Ideen im Kopf herum, aber die sind alle weitaus weniger faszinierend als der trauernde Stein. Wahrscheinlich eine Art uralter Fluch. Bei diesen Dingen ist das meistens so. Was könnt ihr mir denn über die Seevipern erzählen? Arrogante Meereselfen, Piraten. Soweit ich mich entsinne, sind sie nicht für Überfälle auf Kenatis Rast bekannt. Oh, und sie lieben Schlangen. Aber ich bin sicher, dass wir beide wichtigere Dinge zu erledigen haben. Würdet ihr mich bitte entschuldigen? Wir sollten uns allein unterhalten, bevor ihr abreist bei den Statuen im Norden des Lagers. Ich habe wenig Zeit zu verschwenden. Es sieht nicht so aus, als würde ich hier sonderlich. Da, seht ihr? Ihr passt dazu, niemand wird euch hindern zu gehen. Aber, wie dieser sagte, hier gibt es Chancen für diejenigen, die aus dem Himmel fallen. Ich lausche. Eal Seal ist von seinem neuesten Spielzeug überaus beeindruckt. Aber die Untoten sind für alle auf Kenatis Rast eine Bedrohung. Falls ihr wollt, könntet ihr den Tempel der trauernden Quellen durchsuchen. Findet heraus, wie ihr die Toten dort einsperren könnt. Dann sollten auch die Einheimischen sehen, dass wir als Verbündete hier sind und nicht als Eroberer. In Ordnung. Noch etwas? Karenit hat euch erzählt, wie der Orkan die Flotte an der Küste von Kenartis Rast geschleudert hat. Jetzt fallen Seevipern über unsere gestrandeten Schiffe her wie die Aasgeier. Merkwürdig, ja? Ihr könntet euch an der Küste umsehen, wie die Kommandantin es gesagt hat. Beweist euch gegenüber den Soldaten. Wo geht ihr hin? Oh, in Mistral am nördlichen Ende der Insel wartet weitaus weniger glanzvolle Arbeit. Treffen wir uns dort, sobald ihr entschieden habt, was ihr tun möchtet. Bis dahin mögen helle Monde eure Schritte leiten.